So Leute, ja, herzlich willkommen wieder beim Donnerstags-Let's Play Mountain Blade Bannerlord. Ihr wisst ja Bescheid. So, ich habe schon geladen, alles soweit fertig. Sound müsste auch da sein. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen dass vielleicht der Sound zu leise oder zu laut ist, kann ich nicht genau sagen. Weil ich habe gestern auch ein bisschen meinen anderen Speicherstand gespielt. Und da ist das Spiel ein bisschen abgestürzt. Ich hatte zum Glück noch ein Autosave. Also es betrifft jetzt nicht das, was wir jetzt gerade hier spielen. Aber das ist immer so, wenn das Spiel mal abkackt, dann muss man danach wieder die ganzen Grundeinstellungen wieder vornehmen. Also zum Beispiel Grafik und Sound und so weiter. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, welche Gesamtlautstärke ich da genau hatte. Ja, Musik habe ich ja immer noch relativ leise im Hintergrund. Aber ansonsten müsste jetzt alles wieder so sein. Ich habe die Grafik auf Mittel gestellt und ich habe die Framerate extrem weit unten. Einfach damit das erst gar nicht irgendwie besonders, ich sag mal, hochtaktet oder so. Und damit es dann relativ ausgeglichen ist. Ich meine, es sind nur 30 Frames, ne, aber ab 20 Frames hat man ja quasi ein flüssiges Bild halbwegs. Und dann müssen ja 30 gut ausreichen. Man sieht es ja hier nochmal. Also hier kann man es nochmal sehen mit den FPS-Begrenzer. Naja, gut. Verlieren wir nicht viel Zeit mit der Technik, sondern kommen wir gleich zur Sache. So, was haben wir letztes Mal gemacht? Zwischen können wir schon eine Armee von, oder ich sag mal, einen kleinen Trupp von 100 Männern steuern. Ich könnte, wenn ich will, ich habe jetzt eigentlich 50k Gold, ne? Ich könnte mir jetzt eigentlich mal eine Werkstatt kaufen. Das wäre eigentlich das nächste, was ich machen sollte. Hier haben wir ja Sargot, eine Stadt, und da könnte man eigentlich eine Werkstatt kaufen. Was ich aber immer noch nicht genau weiß, ist, was für eine Werkstatt wir kaufen sollten. Also, ich kann bis heute nicht so genau deuten, was man jetzt in einer Werkstatt am besten, was für eine Werkstatt man da errichtet. Wir gehen einfach mal in die Stadt. Wir sind ja auch noch im Krieg, ne? Wir sind ja noch mit den Aserei im Krieg. Könnten vielleicht erstmal mit denen weiter kämpfen, bis dann mal Frieden einkehrt. Und dann die Friedenszeit dazu nutzen, vielleicht ein paar Quests zu machen wieder. Aber ich glaube, wir bewegen uns erstmal wieder Richtung des Aserei-Gebiets. Ich bin ja auch ein unglaublich fähiger Feldherr. Naja, ich weiß so ein paar Grundtaktiken. So. So, Aserei-Gebiet. Das hier hat immer so ein bisschen was von Golf von Gibraltar hier. Auch wenn hier noch ein paar mehr Inseln sind, ne? Nach dem Gibraltar jetzt raus auf den Pazifik. Aber trotzdem, daran erinnert es mich hier immer ein bisschen hier, so dieser Übergang. Weil jetzt kommt man ja auch quasi in das Aserei-Gebieten. Die Aserei sind ja so eine Art Araber. Ah, guck mal da. Einer mit 106 Truppen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir für Truppen haben. Wir haben vier Bannerritter. Ein Champion. Landische Vorhut. Unteroffizier. Ja, wir haben eigentlich ganz gute Truppen. Viele Scharfschützen. Das sieht eigentlich ganz gut aus von den Truppen her. Die sind relativ gut entwickelt. Wir haben zwar auch ein paar schlechte. Aber wir sollten zumindest gegen 100, also gegen eine etwa gleich großen Trupp sollten wir echt gewinnen können. Was hat denn der? Kavallerie 24, Fernkampf 23, Infanterie 55. Da sind bestimmt auch viel Low-Level dabei. Wir haben nicht so viel Kavallerie, aber Infanterie und sehr viel Fernkampf. Na komm, wir wagen das Ganze. Wir müssen allerdings defensiv. Ah, der flüchtet sogar vor uns. Haha. Das heißt, dann sieht es wohl gut aus. Dann wird er wahrscheinlich seine Infanterie aus vielen leicht Bewaffneten haben, die nicht so entwickelt sind. Aber gut, fordern wir den heraus.
müssten wir eigentlich besiegen können. So, ich werfe noch mein Handy mal weg, damit wir keine Töne haben. Keine Angst, da drüben ist ein Bett. Das fliegt auf die Matratze, das geht nicht kaputt. Ja. Aber trotzdem kämpfen wir defensiv, weil das ist immer besser. Bei einem ungefähr... Was ist denn das jetzt? Seit wann muss ich denn das zuordnen? Das musste ich bisher noch nicht. Hey, das ist immer komisch. Ach, hier. Aha, okay, warum hat er das so irgendwie ausgestellt? Na ja, gut, also haben wir hingekriegt. Dann, weil ich mache da meistens gar nicht viel dran rum an der Vorab-Formation. So, stellen am besten die Infanterie so ein bisschen weiter vorne hin und die Bogenspitzen hier hin. Und stellen die in möglichst breiter Linie auf. Vielleicht besser hier hinstellen, der kleinen Mulde. So, und die... Ja, die... Kavalleristen sollen mir erstmal folgen. Die greifen noch direkt an, die stellen sich auch nicht auf, wie es scheint. Schildwahl sollen die Infanteristen. Die mit den Hieb und... Ja, Schlagwaffen, wie auch immer. Wir haben so viele... Scharfschützen, flandrische Scharfschützen. Ich weiß nur nicht, ob meine Infanterie da vorne so gut steht. Hab's heute echt geschafft, das Essen zum Streambeginn fertig zu haben. Ja, welche Ehre, dass du dir das für Mühe gibst. Dankeschön. Das ist ja toll, wenn sich die Leute schon so drauf vorbereiten. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der actionreichste Streamer. Aber... Viel Ehre, die mir dazu teil wird. Ja, Schuss, Schuss, Schuss. Schön erstmal klein machen. Schicke ich schon die Kavallerie? Jetzt sollte ich die mal da drüben hin positionieren. Schicken wir die erstmal darüber, damit sie... mit Geschwindigkeit angreifen können und der bleibt an mir hängen da. So, jetzt. So, jetzt sollen die mal angreifen. Die Kavallerie. Ich denke, das werde ich auch gewinnen hier, das. Infanterie so angreifen. Sieht schon sehr gut aus. Ich sollten wir uns jetzt auch mal den Kampf mit einschalten. So. Bah. Verfehlt. Ja, der Lanzenskill ist nicht so weit entwickelt, aber ich glaube, das war gerade mein. Boah, tot. Den habe ich. Was? Könnt alle angreifen. Oh, den habe ich auch. Das Schwert ist einfach gut, dieses Zweihandschwert. Ja, der Kampf ist schon gewonnen. Na. Boah. Nochmal. Dieser verdammte berittene Bogenschütze. Fuck. Na gut, ist er von jemand anderem abgeschossen worden. Die flüchten schon. Wie kaltblütig und brutal. Wir folgen ihnen und töten sie immer noch. Ja, das Spiel ist ziemlich gnadenlos.
Aber dir ist es gemütlich, was auch gut passt zur Taverne. Ja. Ich hoffe, dir ist auch klar, dass die Taverne normalerweise auch ohne R geschrieben wird. Das Wort Taverne wird eigentlich ohne R geschrieben, nur ich habe natürlich ein schönes Wortspiel draus gemacht. Bin ich auch später drauf gekommen irgendwann. Und daraus wurde halt die Tarverne. Außerdem trinke ich ja immer da, also nicht immer, aber bei Talkrunden natürlich trinke ich halt das eine oder andere Bier, ne? Jetzt heute habe ich nur eine Fanta offen. Tja, den letzten habe ich getötet. Geschafft. 17 Tote, 11 Verwundete, ja. Kann ich mit leben, auch wenn die dabei sterben. So, der ist mein Gefangener. Ach, jetzt hat er noch ein paar Plünderer. Na, nehme ich halt jetzt meine Truppe auf. Was soll's? Habe ich schon fast wieder aufgefüllt. Diese Banditen-Truppen sind halt meistens eher ein bisschen schlecht. Vor allem, weil man die anfangs nicht so weiterentwickeln kann. Jetzt haben wir hier wieder gucken. Ich brauche erstmal einen flandrischen Speerkämpfer, weil ich gucke immer, dass ich schon alle Arten von Truppen zur Verfügung habe. Und bei der Infanterie mit Hiebwaffen gibt es nun mal die mit. Gibt es die Speerträger, also Stufe 3 und Stufe 3 flandrische Infanterie. Wobei die Speerträger auch eine Art Infanterie sind. Ja. Servus, Lil Jojax. So, Speerträger. 4. Oh, wir haben relativ viel Armbrust. Ich brauche mehr Infanterie. Ich brauche also auf jeden Fall mehr Kämpfer mit Hiebwaffen. So, sind wir schon fertig. Würde ich sagen, ziehen wir uns wieder zurück nach Sargot. Machen mal wieder. Ja, Plünderungsverkauf. So, zurück auf die andere Seite. An Festung Tubilis. Tubilis. Wie heißt nochmal die Hauptstadt von Tunesien? War doch Tunis, ne? Ich glaub, das ist eine Anspielung auf Tunis in Tunesien. Ne, weil das ist ja quasi wie Nordafrika hier. Ich meine, es ist halt eine fiktive Welt, aber es hat schon so ein bisschen was Nordafrika. Hier, ne, und hier ist eine Art Nahe Osten, wenn man so will. Also, hier irgendwo müsste dann wahrscheinlich Jerusalem liegen oder so. Einzig, was wenig Sinn ergibt, ne? Hier müssten ja dann quasi Spanier sein, wobei eigentlich müssten ja auch Araber sein. Weil bis ins 11. Jahrhundert rein waren da ja auch überall. War halb Spanien noch mit von Mauren besetzt, oder? Also erst im Verlauf des Spätmittelalters war dann die Iberische Halbinsel immer weiter christianisiert worden. Naja, ist halt kein Europa, ne? Es ist halt das fiktive Calradia. Aber ich bin mal gespannt, ob es mal einen richtig guten Total Conversion Mod gibt. Also, wo sie mal wieder eine europäische Karte nachahmen oder so. Wäre schon geil. So, hier gebe ich gleich ein paar Gefangene ab. Weil wenn ich die Gefangenengrenze überschreite, dann, flüchten immer welche. Also ich kann momentan 55 Gefangene aufnehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 60 Gefangene aufnehme, werden 5 verschwinden und das sind dann wahrscheinlich unter anderem auch gute Gefangene, also die einen relativ hohen Rang haben. Und das wiederum, die kann ich halt dann nicht verkaufen, die Gefangenen, an einen Händler.
Ah, da ist gerade der Adlige ist gerade eben geflohen. Passiert hat manchmal. So 1600 kriege ich dafür. Ich glaube, wir nehmen uns erstmal hier Flandrische Karawanenwache oder nehmen wir hier noch ein paar mit. Und die besten halt, ne? Die wir kriegen können. Noch ein paar so. Passt. Was gucken wir erstmal wieder, was wir hier geplündert haben. Wir machen mal die Pferde durch. Ich habe einen 323er. Ah, der kann Aserei-Hengst reiten. Das ist ja mein Bruder dem Spiel. Die Aserei-Hengste sind ja, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, sind die besten Pferde. Wann Doku schauen und dat? Denke ich morgen. Morgen, habe ich ja gesagt, freitags. Ich kann ja auch nochmal hier meinen Zeitplan wie mal ein bisschen. Warte, wo habe ich den nochmal drin? Ich kann mal kurz den einblenden. Da hatte ich es, glaube ich, drin. Hier kann man es nochmal sehen. Das benutze ich normalerweise, wenn ich halt auch eine Talkrunde mache, habe ich noch hier dieses Layout. Und da stehen eigentlich alle Streamzeiten drin. So. Ja, Reitgeschirr, ich gehe jetzt halt wieder alles durch. Ist immer ein bisschen langweilig, aber da bin ich halt schon ein bisschen penibel. So, dann weiß nicht, so, das sollen wir erstmal alles durchgehen. 340er Stiefel. Ich überlege wirklich, ob ich mir nicht gleich noch drei Begleiter mit dazu nehme. Ich kann ja noch ein paar mitnehmen. Na gut, gehen wir mal die Armschienen durch. 126. Das sind alles die. Haben wir. Alles nix. Ah, da kann wahrscheinlich was dabei sein für jemand, oder? Nee, doch, die haben schon alle was Besseres. Na gut, da fackeln wir nicht lange und verkaufen das Zeug. Aber ich glaube, ich werde jetzt ab sofort immer insgesamt 8 Teile je Art übrig lassen. Das heißt 3, 4, 1 so, an Stiefeln. Normalerweise ist es so, dass ich natürlich 4 jeweils in Militärkleidung und Militärkleidungsstücke und 4 zivil behalte. Oh, da müssen wir, glaube ich, nochmal 2, 5, 6, 7 müssen wir noch eins dazu nochmal. So. Glaube ich, das mich bei meinem anderen Speicherstand auch. So, 3, 4, 5. Oh, muss man auch wieder dazu nehmen. Aber es bringt trotzdem ein bisschen Geld jetzt rein. Und das brauchen wir. So. Das sind halt natürlich immer ein bisschen langweilige Sachen, ne? So zum Zusehen, aber. Ich will es halt machen. 7, 8. So, wären wir hier schon mal fertig. Pfeile heben wir jetzt in Zukunft auch 5 Stück auf. Ich brauche noch einen für mich selber. Und bei den Bögen. Wie machen wir es eigentlich da? Ich glaube, die behalte ich alle mal noch eine Weile. Bei den Schilden sag ich auch 4 Stück, 4 Schilde. Die Waffen behalte ich alle. Erstmal. Ich hoffe, ich kann mir das dauerhaft so leisten. Problem ist halt nicht, ich brauche nach wie vor Einnahmen. Müsste mir schon gut überlegen, ob ich.
Also wir führen jetzt mal erst noch ein bisschen Krieg, solange. Also kämpfen mal ein paar, kämpfen ein paar kleine Schlachten. Weil, ja, wir sind jetzt halt noch mit der Aserei im Krieg und da wäre es schon ganz gut, wenn wir das ausnutzen, um uns daran zu bereichern. Haha. Kleinen Überfällen. Was ich nie mache, ist Dörfer überfallen, weil ich meinen Ruf da nicht schädigen will. Deshalb, ich überfalle eigentlich nie Dörfer. Ich bin so richtig ehrenwerter. Ja, Kämpfer. So, Dörfer überfallen ist nicht so meins. Ich versuche es zu vermeiden. Es sei denn, wenn ich überhaupt gar keine Wahl habe in dem Spiel, dann würde ich es vielleicht machen. Aber solange ich es mir so hinkriege, dann versuche ich da das nicht tun zu müssen. Das kann man ja machen hier, ne? Dort Dörfer plündern und so. Aber das sorgt natürlich nicht für den besten Ruf, ne? Und der ist halt auch was wert in dem Spiel. Wenn man ein Ehrenmann hier in dem Spiel ist, das hat halt auch Vorteile. Genauso wie Karawanen überfalle ich auch nicht. Ich weiß nur nicht, ob man den Wegzoll abtrotzen kann. Das habe ich manchmal gemacht, weil das nicht, glaube ich, das war früher bei Warband nicht rufschädigend. Oh fuck. Jetzt kommen die beide. Ich glaube, die sind aber nicht so stark. Okay. Das kann ich eh nicht mehr ausweichen. Wir werden bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Na gut. Okay, die haben ein paar Männer mehr, aber wir kämpfen trotzdem. Geben da nicht auf. Müssen halt wieder defensiv kämpfen. Das heißt aber noch nichts. Die Schlacht ist nicht entschieden. Ich habe ja schon recht gute Truppen. Ich glaube, ich schicke denen mal kurz meine Kavallerie hin. Ja, das ist ein gutes Schlachtfeld. Da kann man hier unten, vielleicht hier, die Infanterie hinstellen und jetzt die Bogenschützen so in der Linie. Ja, ich soll erst. Die sollen erstmal in die Linie. In Linie laufen. So. Jetzt sollen sie den Schildwall bilden. Boah. Der hat mir eine verpasst. Den hätte ich mir fast geschnappt. Na, wie sieht's aus? Wird's eine Niederlage? Die sind schon relativ stark gerade. Und da flüchten schon welche. Fuck. Stehe ich aber nicht. Die haben sich ja echt ganz wacker geschlagen gerade. Ja, ist noch nicht entschieden. Es sind zwar welche geflüchtet, aber viele Bogenschützen stehen da noch da. Es ist noch nicht entschieden. So, den habe ich auch runtergeholt vom Pferd. Ah, fuck. Kommt den scheiß Speer endlich mal.
Boah. Das ist stressig gerade. Das ist echt auf Messerschneider. Ich glaube, ich habe inzwischen Überzahl. Boah. Hätte ich meine Scharfschützen nicht, ey. Wir gewinnen wohl. Wir haben tatsächlich noch gewonnen, obwohl schon welche von mir geflüchtet sind. Diese Feiglinge. Tja. Die hätten so viel Ruhm ernten können. Da ist sogar noch ein Reiter von mir. Tja. So, den hole ich mir auch noch, den da. Schön ins Knick, nein. So, nochmal. Bin schon schnell. Oh, es ist abgehauen. Du verlässt das Gebiet. Das war das Ende des Schlachtfelds. Der konnte noch abhauen, der Feigling. Aber wir haben gewonnen. Ich habe erst gedacht, das wird eine Niederlage kurz. Als mein Infanterie so kaputt gemacht worden ist. Aber wir haben tatsächlich die Schlacht noch gewonnen. In Unterzahl und obwohl noch drei sind geflüchtet sogar auf dem Schlachtfeld. Was für ehrenlose Kämpfer. Tja. Alles eine Frage von Taktik. So, jetzt müssen wir, glaube ich, gleich die Gefangenen aussortieren, weil so viel können wir nicht mitnehmen. Fertig mit Essen, ja. Mahlzeit. Schütze hier, so. Oh, wenn ich jetzt nicht meine, wenn ich jetzt nicht diese Scharfschützen noch gehabt habe, hätte, so. Und hier müssen wir noch einen Gefangene weg. Wenn ich die nicht gehabt hätte, weil die können natürlich trotz allem noch ganz gut kämpfen. Also die sind jetzt nicht nur im Schießen gut, sondern können natürlich auch noch, ja, ein paar Gegner ausschalten, auch mit Schwertern und so. Weil, wie gesagt, das ist die höchste Ausbildung, was sie da haben. Tja, das hat mir sicherlich viel Ruhm gebracht. Ruhm und Ehre. Aber ich habe natürlich hohe Verluste auch erlitten, trotz allem. Aber wir ziehen uns wieder zurück. Aber das war eine geile Schlacht, dass ich die doch noch gewonnen habe. So, Kalrik Todesauge kann ich ausbilden, Kavallerie. Gucken wir mal, was mein Einfluss eigentlich so im Königreich ist. Clans und Einfluss. Boah, ich bin ja massiv aufgestiegen. Noch nicht, weil ich noch Viertletzter, jetzt bin ich schon im oberen Bereich in der kurzen Zeit. Die Merok sind die mit dem höchsten Einfluss, das ist auch die den König stellen. Daimarok, genau, dazu gehört, das ist der König, König Dethard. Der derzeitige König von Vlandia ist Dethard. In seiner Jugend träumte er von einer glorreichen Eroberung. Tatsächlich verbrachte er die meiste Zeit seiner Herrschaft damit, Aufstände einfach niederzuschlagen, Heuchler zu vernichten, die aufsässigen Lords in Schach zu halten. Wenn möglich zieht er es vor, durch ein Schiedsgericht zu regieren und seine Vasallen zu überreden, Ansprüche auf das Land des anderen aufzuheben und das zu genießen, was sie haben. Aber einige Vlandia murmeln, dass ein kriegerisches Volk einen männlicheren König verdient, okay. Ja. Da kann man halt gucken hier, dann gibt's die Daivaland, ist ein Clan.
Day Tier, Day Korte und ich habe mich jetzt Day Nablus genannt. Balian ist Mitglied der Day Nablus, aufstrebender neuer Clan mit Sitz in den Ländern von Vlandien, müsste es eigentlich heißen, nicht der von Vlandia. Er hat den Ruf, ehrgeizig zu sein. Oho. Was bin ich? Aber ich bin jetzt schon unter den ersten fünf. Was den Einfluss im Reich angeht, in der kurzen Zeit. Da werden einige neidisch sein. Aber ich habe auch echt gut gekämpft. So, erstmal die Gefangenen verkaufen. Schauen wir mal, was wir hier so... Was sie da so geplündert haben. Ja, Beduinensattel. Hier, Stiefel. Die hat, glaube ich, noch keiner. Doch, also der, er hat ihn doch, der auch. Er hat diese Stiefel noch nicht. So. Armschienen, das kenne ich schon alles. Da, diese Schulterpanzerung. Ich habe die 458er, der auch. Der hat 127. Der kann die nehmen. So, dann kriegt er die von dem anderen. Sind die groß für ihre schmalen Schultern? Für die Riesendinger. So, die passende Rüstung ist es eigentlich nicht. Hätte gedacht, das passt sich irgendwie an, so. Na, dann halt nicht. Komm, machen wir nicht lang rum, verkaufen wir das bisschen Zeug. Brauchen Geld. So. Kommt aber schon was zusammen, weil durch diese Schlacht gerade eben habe ich natürlich trotzdem gut plündert. Plünderzeug bekommen. Oder, ja. Ich sag mal, Ware halt oder so. 3, 6, 3, 4, 6, 7. So, ich brauche noch, nochmal 1. So. Dann haben wir hier noch. Kapuze kann weg. Aber machen wir das hier auch auf 4. Auf 3. Aha, Kopfbedeckungen. Gehen wir da nochmal alle durch. Aha, die da ist besser. Ja, kriegt sie jetzt auch mal einen Helm? Schon witzig, ne? So eine Frau mit so einem Helm da. Also für die Ansichten von damals, ne? Oh, dann kann ich jetzt die Mütze tragen, weil die ein bisschen besser ist. Sieht auch schön aus, ne? Schön elegant. Da ist die 133er Turban. Kriegt sie jetzt dafür. So, das bringt schon mal 7000. Wundervolle Mütze. Ja. Oh, Schild. Der 130er Schild, hat den schon jemand? Den hier, und sie hat. Okay. Ja, Speere weiß ich noch, die Waffen behalte ich mal alle. Ich bekomme trotzdem 8692, das ist wieder Geld. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder Truppen sammeln, weil wir haben viele verloren. Hier noch welche, wir bräuchten noch Reiter. Ich glaube, soweit ich weiß, gab es noch Reiter. Wie ist der Ort? Talivel. Ah ja, da muss ich jetzt genau. Kann ich da alle mitnehmen? Ja. Passt gerade so. Jetzt reicht es noch für
einen, den können wir hier in Eti-Fund holen. Etierer Furt heißt es. Etierer Furt. Den damit. Gut, dann gehen wir wieder nach Süden. Die Route werde ich nur öfters machen. Bis der Krieg erstmal eingefroren wird. Oder sind, ja, und bis der Frieden mal wieder beschlossen wird zwischen den beiden Reichen. Meine Truppen wieder sortieren hier. So, das wäre getan. Ich nutze natürlich auch immer die Gelegenheit, auch mal Plündertruppen noch zu attackieren, weil dadurch bekomme ich einerseits ja die Ware, die die mit dabei haben, die Sachen. Und Plündergut kann man sagen. Und gleichzeitig verbessert das meine Truppen wieder. Die kann ich dann weiterentwickeln. Und gut ausgebildete Truppen sind eben wichtig. Tatsächlich ist Qualität oft besser als Quantität. Man kann auch mit der Hälfte der Armee des Gegners oft gewinnen, wenn die eigenen Männer einfach sehr viel besser sind. Haben einen verloren, macht aber nichts. Um uns hat notfalls einen Aserei mit dazu. So, nun da den Reiter mit. Das sind wieder Plündertruppen. Ja, auch da das Miederbanditen, da machen wir immer Truppen entsenden, ne? Brauchen wir nicht jeden Kampf einzeln kämpfen. So, wie viel Armbrustschützen haben wir aktuell? 28, ja über 30, ja, das ist schon ein relativ hoher Anteil. Also wählen wir die alle zur Infanterie aus. Wieder Plünderer. Die holen wir uns alle. Kann man jedes Mal die eigenen Truppen weiterentwickeln. Ah, da ist mal wieder einer, der hat 121 Männer. Kavallerie 15, Infanterie 83, Fernkampf 15. Hat halt extrem viel Infanterie, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es ziemlich billige Infanterie ist. Sieht so ein bisschen aus, dass der erst neue Truppen gesammelt hat, nicht sehr viele, noch nicht sehr lange. Das heißt, die sind wahrscheinlich noch nicht ausgebildet. Ich habe 106, davon 24 Kavallerie, Infanterie 39, Fernkampf 42. Mit einer guten Defensivtaktik könnte ich zumindest. Ach komm, wir riskieren's. Nicht involvieren. So, jetzt haben wir. Das ist eine Sie, Razana, Balian. Es ist schon eine Weile her. Ja, gegen die habe ich schon mal gekämpft.
Ja, dann ergebt euch oder sterbt. Ich ziehe mal kurz meinen Streamlabs hier mal wieder in die Mitte, das ist sonst sehr unbequem. So. Also ich glaube, dass bei dem Schlachtfeld stellen wir, glaube ich, die Armbrustschützen erstmal davor hin. Und die Infanterie direkt dahinter und lassen die dann direkt, sobald der Feind vor uns ist oder relativ nah dran ist, müssen wir die Infanterie dann nach vorne schicken. Man hört schon. Die Pferde galoppieren, schaut mir alle nach vorne. Kann es gar nicht leiden, wenn die Truppen mich immer ansehen, hier so nach hinten gucken. Das ist totaler Schwachsinn. Aha. Oh, Mameluke Kavallerie ist schon gefallen. Ha. Die haben schon langsam keine Kavallerie mehr. Ich glaube, die haben sich. Ich glaube, ich gehe mal in die Offensive. So, die sollen erstmal mir alle folgen. Gucken, wo der Gegner ist. Warten wir mal, bis die eigenen Truppen noch hinterherkommen. Sind sie denn? Ach, da vorne sind sie. Ja, die Kavallerie soll da mal nach unten. So, und jetzt können die Armbrustschützen wieder losschießen. Ha! Ein Bolzenhagel kommt da jetzt auf die zu. Die Armbrustschützen erledigen die fast alleine. Das gibt einen Sieg.
Ja, aber doch trotzdem einige Verluste auch. Gerade kurz geleckt. In dem letzten Update haben sie so ein bisschen Lecks drin. In den Schlachten. Das war davor noch nicht so. Müssen sie mal wieder was fixen. Also ich kann mit Sicherheit sagen, ne, dass es nicht an meinem Rechner liegt. Aber sie hatten schon schlimmere Zeiten erlebt, wo das Spiel noch richtig mega geleckt hat. Also letztes Jahr gab es Phasen, da konnte ich es kaum spielen. So, gewonnen. Mal wieder. 11 Tote, 28 Verletzte. Ja, muss ihn mal wieder gefangen nehmen. Aber ich kann meine Truppen weiterentwickeln. Und einen blanderischen Champion habe ich wieder. Zwei Stück sogar. So, da unten müssen wir gleich aussortieren. Billigen Plünderer geben wir ab. Da sind wir auch schon sehr weit im Azerei-Gebiet. Da müssen wir wieder zurück. Balian hat ein höheres Level erreicht. Schon wieder. Level 11 jetzt schon. Hm. Werden wir das jetzt? Ich glaube, das gebe ich tatsächlich fürs Spähen aus. Wie ich auf der Karte schneller bin. Das ist mir wichtig, dass man auf der Karte auch schnell unterwegs sein kann, gerade wenn man mal kleinere Truppen verfolgt oder berittene Truppen vor allem. Gerade die Azurai sind relativ schnell auf der Karte. Weil die immer sehr viele Reiter mit dabei haben. Ein paar Plünderer töten. So, zurück nach Sargot. Später hieß, glaube ich, Sargot bei Warband, spielt ja quasi in einer späteren Zeit, hieß es, glaube ich, wirklich Sargoth mit TH. So, wieder. Und wir erstmal die hier mit, die ja diese Söldner wachen. Ne, da ging ja noch einer. So. Was haben wir jetzt wieder Schönes? Wieder diese Stiefel hier. Kann er sie haben? Schon kein gutes Oberteil mehr bekommen.
Armschienen, auch nichts Besonderes. Schulter, auch nichts, aber Helm, bei den Helmen ist was dabei. Nee, aber sonst ist nichts Interessantes an Plündergut mit dabei. Doch ein Speer sehe ich hier noch. Die hat, glaube ich, 183er, ja. Die anderen hatten schon 186er Speer. Ja. Dann leer mal wieder die Taschen. Also wieder auf. Jetzt habe ich hier wieder eins zu viel, Mann. Weil mich da 8 habe, die Tiere behalte ich auch. Die kann man schlachten. Wenn meine Kämpfer hier sind keine Vegetarier. Kann man auch nicht erziehen. So. Ja, 3, 4, 6, 7, 8. Das bringt wieder Geld. Allein so hoffe ich mal, dass es eine Kampfpause gibt, damit ich mal zwei, vier. So. Ich hoffe, dass es mal eine Kampfpause gibt, damit ich das alles mal ein bisschen investieren kann, die Kohle. Oder mal schon wieder. Die Bögen behalte ich ja mal. Vielleicht statte ich damit mal irgendeinen Begleiter mit aus. So. Weiß ich, sollen wir uns jetzt mal einen Begleiter mit dazu holen? Nein, noch nicht. Wir machen das alles in der Friedensphase. Also wieder ins Asereigebiet. Für Essen haben wir dann noch, das reicht noch dicker aus, das Essen, was wir haben. Aber durch die ständigen Siege kriege ich natürlich, wachse ich natürlich unglaublich im Einfluss im Reich. Aber zu Platz 4 fehlt noch einiges. Der Tier sind mir schon klar voraus. Und die kleinen Plündertrupps da, ich glaube, diese 5, 6 Stück, ich glaube, die jage ich jetzt nicht mehr alle. Schauen wir mal, ob hier irgendwelche. Das sind zumindest mal 17 Plünderer. 10 Plünderer. Truppen entsenden. Erledigt. Oh. Ein Ritter, den wir wieder ausbilden konnten. Jetzt haben wir 3 flandrische Bannerritter, 3 Champions. Das wird doch langsam. Und da ist einer mit 156 Truppen. Der sehr viel Infanterie. Das ist mir jetzt ein bisschen zu riskant, ich weiß nicht. Der hat ja, viel Fernkampf hat auch nicht. Wahrscheinlich sind die auch nicht stark ausgebildet, aber. Dann die Frage, was habe ich denn jetzt immer genau? Ich habe 35 flandrische Scharfschützen. Vorhut, Champion, Ritter.
Ich denke mal nicht, dass er so stark ist, ne? Einen kaiserlichen Kataphrakt habe ich sogar noch dabei. Viel Low-Level-Truppen habe ich gar nicht. Schon eine ganz gute Elite-Einheit fast. Oh, soll ich mich mit dem anlegen oder nicht? Mit dem. Aber der, den. Ich würde natürlich unglaublich viel Ruhm wieder ernten, oder? Bringt Einflusspunkte. Ach, probieren wir es mal. Oh, fuck. Da muss ich jetzt schnell weggehen, weil wenn das jetzt hier über 200 sind, dann habe ich keine Chance. Dann greifen wir eben den 95er an. Den kann ich auf jeden Fall besiegen, denke ich. Ha. Perfekt erwischt. Ich bin Sulhana von Banu Zamal, einem Clan der Aserai. Ich bin sicher, dass ihr mit eurem Ruf weißt, dass nichts auf dieser Welt so wertvoll ist wie das Gewicht des Wortes. Sprecht ehrlich mit mir und ich werde dasselbe mit euch tun. So. Wieder kämpfen. Jetzt bin ich sogar leicht in Überzahl. Ich habe die besseren Truppen. Das sollte doch klappen. Verzeiht diese immerkehrende Herangehensart, dieses immer wieder kämpfen, verkaufen, das mache ich einfach, um jetzt mir Geld ranzuschaffen für das Spiel. Was nicht unwichtig ist. Oh, der ist schon tot. Interessant, wenn ich selber einen Aserai-Krieger mit dabei habe. Ja, komm, die anderen Truppen sollen angreifen. Ganz schön reinhauen schon. Boah. Das ist schwerer als früher. Ein Gegner treffen. Aber ich habe schon gewonnen. Oh, das ist, glaube ich. Ist das. Ist das die? Ja. Ich habe Sulhana getötet. Ich habe gerade diese Frau getötet. Bin ich ein Schwein? So. Das war ein. Ja, das war ein klarer Sieg. Gerade mal 6 Tote und 3 Verletzte. Okay, Sulhana ist nicht tot, ne? Aber sie ist wieder meine Gefangene. Ich müsste die da, glaube ich, extra exekutieren. Das habe ich aber bisher auch noch nicht gemacht. Ich hoffe ja eher immer, dass sie dann sich vielleicht noch uns anschließen. Abtrünnige werden.
So, wie viele Reiter habe ich denn? Ich glaube, ich habe relativ viele Reiter, ne? Ich habe 15, 12, 14, 16, 17. Ich brauche auch ein bisschen Infanterie. So. Und ich erfasse so viele Truppen wie vorhin. Gerade eben. Und nimm einen hier mit. Nehmen wir mal so einen Bogenschützen hier mit. Aber ich glaube, wir ziehen uns schon wieder zurück. Oh, da ist wieder der Unkit. Unkit, oder so heißt der. Aber der hat jetzt 183 zu 105. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das Risiko eingehen soll. Da flüchte ich lieber meine Stadt zurück. Naja, die gehört mir noch nicht, aber vielleicht gehört sie mir später mal. Ah, Stimme ab für adlige Volksleute. Clanzerschufe 5 plus verlieren ein Einfluss pro Tag, aber die Gruppengröße ihrer Anführer wird um 40 erhöht. Aha. Na gut. Oh, diesen Plündertrupp, den holen wir uns noch. Aber langsam, wenn der Frieden jetzt nicht beschlossen wird, dann sollte ich vielleicht dann doch mal irgendwie die Werkstatt kaufen und die Begleiter mit dazu nehmen. Das dauert ja sonst ewig. Ich mache jetzt sonst wirklich immer nur noch das Gleiche. Naja. Also gut, dann gehen wir mal nach Sargot und dann das haben wir auch 52.000,1, also 52,1 K an Gold. Eine Werkstatt kostet, glaube ich, was waren es? 15, 17.000 oder sowas. Ja, also Sargot wird von Deathard König von Vlandien regiert. Die Stadt ist von durchschnittlichem Wohlstand. Du gehörst nur wenige Beschwerden und die Menschen scheinen Vertrauen, die Behörden zu haben. Was haben die so an Ware? Die haben Wohlstand 3488, Miliz, 80 Loyalität, Garnison, Nahrung, Sicherheit. Boah, weiß ich jetzt, was ich da am besten anbaue. Also da ist auf jeden Fall, da wird Weizen angebaut, glaube ich mal, Getreide. Hier wird Flachs angebaut. Und hier wird Oliven werden da angebaut. Soll ich deswegen dann, also wir gucken mal, was für Tuchmacher, Töpfer zum Schmied.
Aber wenn die halt Oliven da anbauen, könnte ich ja. Könnte ich, sagen wir mal, mit Oliven versuchen, ne? Oder mit Bier. Sargottisches Bier. So, mein Name ist Balian, bla bla bla. Ich bin Gunterik, ein Kaufmann hier in Sager. Ich besitze eine Leinenweberei hier. Ich möchte eure Leinenweberei kaufen. 13.744. Ja, gut. Die gehört jetzt mir. Damit habe ich jetzt eine. Werkstatt. Ne, das habe ich, glaube ich, hier beim Clan abgebildet. Leinenweberei in Sargot. Imports Flachs. Flachs haben wir ja gesehen, der war da. Aber ich kann ja auch noch eine Werkstatt kaufen, ne? So, bin ich mal gespannt, ob ich dadurch ein bisschen Lohn bekomme. Oder Einnahmen, sag ich mal. Na, wir gehen erstmal hin und holen noch ein paar Gefährten mit dazu. Dann rüsten wir die noch aus. Okay, in der Taverne sind keine. Dann gehen wir mal kurz in eine andere Stadt. Ja, wir haben die Tuchmacherei gekauft, also müssen wir theoretisch dann ab. Müssen wir ja bald Einnahmen dadurch generieren. Schauen wir noch mal andere. Plus 27 steht da schon mal. Naja, immer ein bisschen was. So, wer ist denn hier in der Taverne? Auch niemand. Ich suche noch nach potenziellen Begleitern. Jakulan ist auch nur aus Holz gebaut. Gehen wir mal nach Galent. Bräuchte am besten halt mehrere Werkstätten, ne? War da jetzt einer? Ne, da war auch keiner. Nirgendwo sind hier Gefährten oder so, potenzielle Gefährten. Muss ich jetzt mit die ganze Karte hier gehen? Ich verliere doch sonst Geld, das ist scheiße. Ravent ist halb ausgebaut, schon so halb aus Stein. Ja, auch keine. Das ist ja blöd. Gehen wir nur nach Oxal. Wenn da nichts ist, dann lassen wir das halt erstmal mit der potenziellen Gefährtensuche. Die Gefährten. Ach, hier ist jemand. Lamarck der Laute. Sprechen wir ihn gleich direkt an. So. Lamarck der Laute. Zum Wohl, Fremder. Wer seid ihr denn? Ja. Mein Name ist Balian, Sir. Erzählt mir etwas von euch. Natürlich, und ich bin sicher, dass du mir zustimmen wirst, dass ich eine Geschichte habe, die es wert ist, erzählt zu werden. Meine Abstammung ist ebenso alt wie edel. Als König Dethard die Versammlung der Vasallen einberief, nahm ich natürlich das Pferd und die Plattenrüstung meines Vaters und ritt los. 11. Jahrhundert und Plattenrüstung, ja klar, um mich hier anzuschließen. Das war in unserem Krieg gegen das Reich, versteht ihr? Hallo, Frauengold nehmen. Frauengold haben sie nicht da. Es wurde viel hin und her marschiert im Schlamm und ich will dich damit nicht langweilen. Aber du musst doch gehört haben, was passiert ist, als wir sie gefangen haben. Gefangen haben, ja, okay. Wir waren ge gerade dabei, unsere Reihen zu formieren, als mir ein anderer Ritter, wenn er wirklich diesen Namen verdient, sagte, wenn er wirklich diesen Namen verdient, sagte, dass ich keinen Platz an der Front habe und in den zweiten Rang der Pferde einziehen müsse. Nun, du weißt, was ein Ehrenmann tut, wenn er so beleidigt wird.
Ich habe ihn niedergeschlagen. Und dann kamen seine Freunde gegen mich und ich habe auch sie niedergeschlagen. Ich habe ein ganzes Dutzend von ihnen niedergeschlagen, bevor sie mich schließlich überwältigt hatten. Hast du je von einem glorreichen Halfen gehört, welchem Namen der Ehre gegen solche Mengen antritt? Ich gleich ihm wieder einen Schlaganfall. Das merke ich voll oft beim Lesen, sowas richtig so. Irgendwann kriege ich einen. Also, wenn ihr wirklich ein Dutzend Männer im Alleingang zu Fall gebracht habt, ist das ziemlich beeindruckend. Ja, wir glauben ihm mal. Jedenfalls kam der Feind auf uns zu und das flandrische Heer wurde zerstreut. Ich möchte mich nicht wieder zu solchen Schurken gesellen, aber wenn ein anderer Hauptmann so gnädig wäre, mich aufzunehmen, würde ich mich freuen, meinen Ruhm in seinen Dienst zu vergrößern. Ja, ich kann ihn in meiner Armee gebrauchen. Ja, er braucht noch 469. Ja, bitteschön. Okay. Sollen wir jetzt noch einen weiteren suchen oder ich nehme jetzt erstmal den mit, denn dann rüste ich den mal aus oder wir, erstmal müssen wir ihn zuordnen, welchen Platz er in der Truppe bekommt. Und einen anderen, also einen Plünderer müssen wir rauswerfen und überschreiten in die Grenze, nachher geht ein guter Ritter. Oh, der verdient schon ein bisschen was. Kurz mal vergleichen, Lamak der Laute mit Chalderik. Ich will nur, dass die Zuordnung genau passt. So. Lamak der Laute hat, der ist schon bald Level 17. Chalderik noch nicht, also kommt er noch vor Chalderik. So, aber Nugant bleibt oben. So, dann machen wir mal die Ausstattung von Lamarck. Der kann schon Aserei-Hengste reiten, das ist sehr gut. Guter Kavallerist. Aber den Sättel muss ich nochmal gucken. Ich habe nämlich 115er, Nugant auch, also kriegt der den guten. So, dann kriegt er auch gleich einmal so Top-Stiefel hier. Ja, diese Armschienen hier. Das Oberteil. Ja, dann diese Ketten-Schulterschutz. Und den Helm hier. Sieht zwar ein bisschen arabisch aus, aber ist ja egal. Passt ja. So. Kriegt dann noch eine Lanze. Oder ein Speer, je nachdem. Jetzt braucht er noch irgendeine Hiebwaffe, nehmen wir dann hier einfache Spartaxt Rostig. Das ist halt die beste, die ich ihm geben kann. So. Dann ist er schon mal ausgestattet. Gehen wir mal noch kurz die Zivilkleidung durch. Ein Schild habe ich ihm auch gegeben, ne? Ja, genau, ich habe mir den billigen da gegeben. Gucken wir mal noch bei der. So. Im Zivilbereich. Ja, können wir ihm auch ein Pferd geben. Sollen er die anderen bisher Wüstenpferd? Ja, kriegt halt auch ein Wüstenpferd. Sattel. Muss ich jetzt immer ein bisschen vergleichen, was die anderen so haben. Okay, kann er die Stiefel kriegen. Kriegt er die 117er Armschienen. Ja, das ist jetzt der Preis, den ich immer sage. Ne? 226er leicht gepolsterte Langrüstung ramponiert. Ja. So. Für den Hals kriegt er dieses Umschlagtuch. Was hat er da? So. Ist halt klein. So, jetzt noch die Kopfbedeckung. Da. Kriegt er wieder einen Turban.
Sieht halt arabisch aus. Oder eher arabisch eben. Aber wie gesagt, macht ja nichts. Ich gucke immer nach dem, was so das Beste ist, was man jedem geben kann, weil das in dem Fall das Beste ist. Was habe ich ihm eigentlich für ein Schwert gegeben? Der hat ja noch der 70er, der braucht ein besseres Schwert. Gucken wir erstmal, was haben wir für Schwerter? Ja, kann er das hier haben. Gehen wir erstmal kurz die Militärschwerter durch, wenn wir gerade dabei sind. Okay. Hat auch wieder die 70er, kann er das 140er kriegen, das ist schon mal besser. Kriegt er. So, kriegt er noch eine Zweitwaffe, so ein Fällchen. Das ist mal der spaßige Teil hier. Diese Zuordnung. Dem Kaltrick haben wir noch einen Dolch gegeben. Oder einen Sachs, das heißt ein Sachs. Ja, ist ja so eine Art Dolch. So, geben wir dem Andra, dem Ingenieur, auch noch. So, dann passt das. Dann verkaufen wir noch den Rest hier, damit wir Geld haben. Eins, zwei, sechs, sieben, acht. So. So, haben wir hier jetzt 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8. Habe ich richtig gezählt, oder? 3, 5, 6, 7, 8, ja. So, 6, 7, 8. Schade, Bruder, wirklich. Ja, schade, schade, schade. Oh, wie schade. Bräuchte ich eigentlich auch mal den Sound. Oh, wie schade. Ich fand immer, dass diese E-Betonung so ekelhaft war. Ich glaube, ich habe gerade eins der Tiere da mitgegeben. Ja, die Kühe, die brauche ich noch. Die kann man schlachten. So, die Schilde noch erreichen 4 Stück. So, fertig. Na komm, wir gehen wieder. Wir gehen wieder auf Asereijagd. Und verlieren zu viel Geld. Name ist Badian, bla bla. Ja, mit dem müssen wir jetzt nicht ewig reden. Wir müssen wieder ins Asereigebiet. Was kriegen wir denn erst an Einnahmen? Ist das schon höher geworden? Lehen? Ne, Moment mal, aber andere war es mal. Ah, plus 68, okay, die Einnahmen steigen da schon ein bisschen. Das ist schon mal gut. Weil mein Truppensold, das kostet eben, ne? Hier die ganze Zeit diese Truppen zu versorgen. Ah, Plünder. Truppen. Ja, ich möchte, dass du aufgibst, Wegelagerer. So, entsende deine Truppen, machen wir. Und einen haben wir verloren. Einer verwundet, einer verloren. Hoffe, es war nicht Lenny. Lenny, ist das passiert? Müssen wir uns wieder einen Soldaten hier holen in der Stadt. Das sind wir weitere Plünderer, die können wir uns alle mal. Oh, da haben wir gerade die Söldnerkavallerie mit gerade noch einer übrig. Aha, der nimmt sich die, dann nehme ich die. Dadurch kann man Güter sammeln
und gleichzeitig seine Truppen weiterentwickeln. Die kämpfen halt für einen. So, wir haben 5 Bannerritter, 5 Champions, 2 Vorhut, 2 Ritter, Karawanenwache. Ja, mach mal Infanteristen erstmal draus. So, Söldnerkavallerie da hoch. Jo. Die paar Gefangenen verkaufen, die wir da haben, bringen nicht viel ein. Und dann reiten wir wieder ins Azerei-Gebiet, ja. Na komm, geh mal in die Richtung. Man könnte ja quasi hier das Gebiet hier so ein bisschen so als Mischung aus Italien und Spanien vielleicht definieren, so Ortizia, westliches Kaiserreich, ne? wie Westrom so auf die Art, ne? Oder das Erbe des Weströmischen Reiches ist ja quasi untergegangen, aber wenn man so will, ist das ja mit dem fränkischen Kaiserreich damals weitergegangen. Karl dem Großen, die berufen sich ja quasi auf die alten römischen Traditionen. Und das Byzantinische Reich war im Grunde genommen das Oströmische Reich. Naja, später hat man das halt eben anders genannt, im Mittelalter schon. Aber genau deswegen hieß es dann in Deutschland das Heilige Römische Reich. Das Kaisertum auf das ehemalige Ostfränkische Reich übergegangen ist. Leute, die sich mit Geschichten jetzt nicht so auskennen, die kommen da schnell durcheinander. Also wenn man eigentlich wenig weiß oder nicht so viel hat über das Thema, denkt man nur so, wie, wann war welches Reich, ne? Ist eigentlich relativ simpel. Es gab ein großes römisches Reich, das wurde aufgeteilt in der Spätantike. Da gab es das Weströmische Reich und das Oströmische Reich. Im 5. Jahrhundert ist das Weströmische dann untergegangen. Dann bestand nur noch das Oströmische offiziell. Das wurde dann zum Byzantinischen Reich und hat quasi nochmal 1000 Jahre weiter überdauert. Also quasi vom Frühmittelalter bis ins Spätmittelalter. Das Ende des Weströmischen Reiches war eigentlich mehr oder weniger das Ende der Antike und der Beginn des Mittelalters oder des Frühmittelalters. Und das Weströmische Reich, das war dann erstmal für 200-300 Jahre lang ein bisschen tot, so von 450 bis 750, so diese Zeiten. Ab da an ging es dann wieder so ein bisschen bergauf mit der Krönung Karls des Großen im Jahre 800. Später hieß es doch um 1700, nein, ist es nicht. Da sind wir schon in der Neuzeit. Da sind wir schon mindestens 200 Jahre nach dem Mittelalter. 1700. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bitte bei solchen Streams, mich nicht mit falschen Geschichtsdaten hier zu füttern. Das finde ich gar nicht so lustig in dem Moment. Weil ich tatsächlich nicht will, dass irgendwelche Idioten irgendwie nachher das wirklich noch ernst nehmen. Weil es gibt tatsächlich Leute, die nicht sehr gebildet sind, und dann wäre es mir schon wichtig, dass die Leute das richtig lernen. Ich frage dich halt immer, ich bin ganz ehrlich, vielleicht bin ich in dem Punkt auch ein bisschen arrogant, aber ich frage mich immer, was für ein geschichtliches Weltbild man eigentlich dann hat so von der Welt. Ich frage mich immer, wenn ich jetzt wirklich nicht wissen würde, ne, wann gab es denn so die, wann war so die Ritterzeit und das alles so, und wenn ich so
überhaupt gar keine Ahnung hätte, wie ich das zeitlich zuordnen will. Wie betrachtet man eigentlich die ganze Welt so? Also wie versteht man dann eigentlich so die Welt um sich herum? Ich meine, man, das muss einem ja komplett alles durcheinander vorkommen. Wie willst du dann eigentlich nur irgendeine Sache der Gegenwart beurteilen, wenn du da so gar nichts weißt? Also, so, das ist für mich manchmal echt so ein Rätsel, wie man so ein Weltbild haben kann. So, ja, weiß ich nicht, wann das war. Und dann wollen alle mitreden, so, und bestimmt auch gerade in Sachen Politik, wo dann Leute irgendwelche Sachen beurteilen und haben einfach null Plan davon. Und das Schlimme ist ja dann auch, dann denken sie ja auch immer so, das, was jetzt heute ist, ne, das war schon immer so. Das hat sich ja nie verändert. Und wenn du dann über Sachen redest, die 50, 60, 70 Jahre her sind, ist eine Ewigkeit. Nee, das ist ein Furz in der Menschheitsgeschichte. Das ist ein Furz. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Das ist einfach, dein eigenes Leben ist keine Dauer. Dein eigenes Leben fühlt sich für dich vielleicht manchmal lange an, aber so, mal ein bisschen an der Weltgeschichte gemessen, ist das eigentlich total witzlos. Heißt nicht, dass dadurch das eigene Leben unbedeutend ist. Das Leben, eigene Leben ist so viel wert, wie man sich selber zuspricht, quasi, ne? Oder auch andere. Aber, ich frage mich das wirklich so. Wie begreifst du eigentlich die Welt, wenn du so wirklich so absolut null Ahnung hast? So. Ich erwarte ja nicht, dass jeder jetzt irgendwie genau jeden Kreuzzug kennt oder so, ne? Also das wäre jetzt wirklich ein bisschen viel verlangt. Boah, ich glaube, die wollen Sargot belagern. Boah, diese Arschlöcher. Ich müsste hier fast ein Heer aufstellen gegen die. Soll der mal hier hochkommen, der mit seiner Armee? Tut er auch schon. Die reiten alle weg. Ich glaube, ich schließe mich dem gleich mal an. Aha, das wäre eh gut, wenn ich mich dem anschließe. Na komm, geh da drauf. Ein Kurier von Azrai trifft an, sie bieten dir 1220 als täglichen Tribut für den Frieden an. Warum fragen die mich denn? Ja gut, dann belagern sie die Stadt nicht mehr. Da kann ich mich jetzt um andere Belange kümmern. Ach, das betrifft jetzt nur mich, nicht das Königreich. Ah, doch, jetzt haben sie mal. Moment mal. Macht Frieden mit Azrai. Unser Königreich erhält täglich 1220 Tribut. Ja, das machen wir. Für Tribut. Bezahle ich aber auch nicht viel Einflusskosten. So. Aber die befinden sich gerade eh in der Schlacht. So, jetzt ziehen sie ab. Der Friede ist eingekehrt, endlich. Jetzt, wo meine Einnahmen gerade weggehen. Aber nochmal zu gerade eben, ne? Ich verstehe wirklich nicht, wie man so die Welt begreifen kann, wenn man so wie so absolut null Geschichtswissen hat. So, also nicht mal groben, wenn du nicht mal sagen kannst, so. Ich meine, die meisten Menschen hier in diesem Land sind ja Christen, ne? So. Und du musst ja einfach nur wissen, Jahre 0, ne? Also Geburt Jesus Christi, offiziell. Wir machen jetzt keinen Streit darum, ob das Jahre 2 vor Christus oder 3 nach Christus war. Das spielt keine Rolle. Wir nehmen einfach das Jahre 0, unsere Zeitrechnung, ne? Und da weißt du einfach so, circa 54, 500 nach Jesus Christi Geburt beginnt das Mittelalter, so 500 rum, ne? Je nachdem, wie man es messt, gibt auch Leute, die sagen, erst ab 700 oder 800, ne? Aber so großen Ganzen sagt man so ab circa 500 oder spätes 5. Jahrhundert wäre so 470, ne? Man geht meistens halt vom Ende des Weströmischen Reiches aus, ne? Weil dann war quasi die alte antike Ordnung zu Ende und dann begann auch so langsam der Aufstieg des Frankenreiches. Dann gab es auch noch das Westgotische Reich auf der Iberischen Halbinsel. Und so ungefähr hast du deine Ahnung, ne? Du bist im Jahr 500. Und dann rechnest du 500 plus, weil das der Frühmittelalter-Zeitabschnitt ist relativ lange, ne? Den rechnet man so von 500 bis 1000. Pi mal Daumen, ne? So.
Und dann so ab dem 11. Jahrhundert beginnt dann so die Hochmittelalterphase, so, wo dann wirklich so die Blüte des Rittertums beginnt, ne? Und die geht dann so bis 1250, also nur so 52 Jahre, ne? Und so ab dem Mitte 13. Jahrhundert beginnt dann so das Spätmittelalter, 1250 bis 1500. Und dann hast du ungefähr 1000 Jahre abgedeckt, 500 bis 1500. 1000 Jahre abgedeckt und dann hast du so ein grobes Weltbild. Und dann ab 1500 beginnt halt die Neuzeit oder frühe Neuzeit, aber da gehört ja die frühe Neuzeit gehört zur Neuzeit insgesamt auch. Und das reicht eigentlich schon, wenn du so ungefähr ein Bild hast. So, ne? Da weißt du ungefähr von 0 bis 2000, 2022 haben wir jetzt, weißt du ungefähr so, wie die Welt bisher so ihre Zwischenphasen hatte. Und darauf kann man dann aufbauen, ne? Zum Beispiel das Hochmittelalter kann man mit der Blüte des Rittertums gleichsetzen fast oder auch mit der Zeit der Kreuzzüge, ne? Die begann 1095, ging bis 1291, also knapp 200 Jahre. Und da hat man ungefähr so eine Ahnung. Da kann man sich vorstellen, wie das so ausgesehen hat. Es war der Boom des Kathedralenbaus, des Burgenbaus und so weiter und so weiter. Hier in dem Spiel bin ich jetzt zum Beispiel im Jahre 1087. Das wäre jetzt im europäischen Mittelalter, ja, messen wir es jetzt mal an irgendeinem. Das sind 8 Jahre vor dem ersten Kreuzzug. Der begann 1095. Ich zähle natürlich jetzt nicht die Albigenser-Kreuzzüge noch und so weiter mit. Das sind nochmal Spezialkreuzzüge, kann man sagen. Oder auch die die deutsche Ordensritter Kriege da gegen die Litauer und so weiter. Das sind ja auch so eine Art Kreuzzüge gewesen. Ich rede jetzt mal nur von denen, die ins sogenannte Heilige Land gingen. Ja, ist vielleicht mal ganz gut, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen was erkläre, ne? Aber ich frage mich so, wenn du doch so wenigstens das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, mit diesen Zeitabschnitten, ne? Also du weißt ungefähr Mittelalter und so weiter, wann das gewesen ist, ne? Und hast du doch wie so eine grobe Ahnung und dann fällt dir das mit diesem Detailwissen auch irgendwann leichter. Also du brauchst ja erstmal eine große Übersicht. Ich finde das immer wichtig. Ich mach eine Übersicht so, ne? So wie so ein Zeitstrahl. Trenn das so ein bisschen grob erstmal ab. Und dann kannst du dich mit jedem Jahrhundert einzeln nochmal beschäftigen. Und dann hast du in kürzester Zeit ein bisschen Wissen angesammelt. Ne? Also da hast du zumindest mal eine Übersicht. Und dann wird das im Detail immer leichter. Das ist eigentlich grundsätzlich so, ne? Grundlagen erstmal wissen, ne? Die Grundlagen. Und dann geht man immer ins Detail. Und dann weißt du zum Beispiel irgendwann, wie die Mode im Jahr 1243 war. Das weiß man aber bis heute alles immer nicht im Detail. So, da gibt es auch viel Unsicherheitsfaktoren. Ja, was machen wir jetzt hier? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt hier Leinweberei bringt jetzt 144 ein. Ich habe tägliche Kosten von minus 734. Ich müsste eigentlich noch mehr so Werkstätten kaufen. Könnte natürlich auch riskieren, dass meine Truppen verschwinden, solange wir in Friedenszeiten sind. Guck mal, eine Armee von 666 gerade eben. Aber es gibt auch viele Menschen, die interessiert das Thema nicht, musst du auch bedenken. Ja, das verstehe ich schon irgendwie, nur ich verstehe halt oft nicht, wie Leute dann den Mund aufmachen können zu irgendwelchen anderen Themen. Und ich finde, ein grobes Geschichtswissen zu haben, Herr System, ne, ist schon wichtig, wenn du die Welt verstehen willst um dich herum. Also wenn du so null Plan hast, wie die Dinge mal zusammengefunden haben auf dieser Welt, warum manches so und so ist. Ich erwarte ja nicht, dass jemand weiß, ab den frühen 13. Jahrhundert benutzte man Topfhelme. Das verlange ich ja auch nicht, ne? Das weiß ich halt, ne? Oder der Topfhelm entwickelte sich im späten 12. Jahrhundert und so, ne? Also damit beschäftige ich mich. Das ist natürlich für keinen da draußen wirklich relevant. Aber so diese grobe Übersicht, mal ein bisschen die Welt zu erkennen, das finde ich so, wenn man sich an irgendwelchen Diskussionen beteiligt, so auch gesellschaftlichen Diskussionen, finde ich das schon relativ wichtig, dass man so eine grobe Ahnung hat von der Welt. Das ist genauso wie mit Geografie. Ich finde schon wichtig, dass man ein bisschen
Geografiekenntnisse hat. Also wenn man eine Deutschlandkarte sieht und weiß, mit der Null anzufangen, also so gar nichts. Also wenn dir nicht klar ist, dass Flensburg ganz im Norden ist und ganz im Süden Oberstdorf, so, ne, und so, ich kann dir jetzt zum Beispiel, obwohl ich jetzt ein Süddeutscher bin, kann ich dir sagen, was in Schleswig-Holstein für Städte sind, ne? Kiel, Lübeck oder sowas, ne? Und es gibt halt Leute, die haben so gar keine Ahnung. Also, die fragst du irgendwas, fragen, zeig mir mal, wo Berlin liegt in Deutschland, und dann, keine Ahnung. Und das finde ich schon ein bisschen. Und wenn du Pech hast, landest du da bei TV Total. Wobei ich echt nicht weiß, wie die Fragen gestellt bekommen, ob da nicht schon ein bisschen manipuliert wird. Also, Massengeschmack hat er ja mal irgendwie was aufgedeckt. So, aber ich muss mal mich wieder dem Let's Play hier widmen, bevor. Ja, aber ich glaube, ich finde, weißt du, es gibt einfach eine gewisse Form von Allgemeinbildung. Ich muss zum Beispiel zu meiner Schande sagen, dass ich mich wirklich mit chemischen Sachen und so echt wenig auskenne. Aber sage ich halt in dem Fall zu meiner Schande, ich sollte ein bisschen noch mehr darüber verstehen. Ne, also ich sollte das mal aufrüsten und nicht sagen, da interessiert mich nur nicht. Ich finde zum Beispiel ein bisschen Grundwissen in Chemie zu haben, wäre vielleicht auch ganz hilfreich. Nur mal als Beispiel jetzt, ne? Ich bin da absolut, kenne mich da nicht gut aus, ne? Aber es ist schon wichtig, ungefähr zu wissen, was Atome sind, Neutronen etc. Da sollte man vielleicht schon ein bisschen was wissen, finde ich jedenfalls. Deswegen ist ja wichtig, dass wir in der Schule eine allgemeine Bildung haben, ne? So eine Allgemeinbildung. Jeder, der irgendwie rechnen und kann und schreiben kann, ein bisschen Prozentrechnung und so weiter, okay, der hat dann seine Grundbildung. Ob derjenige da Mathematiker wird, ist was anderes, ne? Oder Literaturkritiker. Ja, kaufen wir uns hier noch eine Werkstatt. Winzerzunft. Oh ja, ich will eine Winzerzunft haben. Komm, ich gebe jetzt einfach mal meine Kohle aus. Scheißegal. Und hoffe, dass ich Einnahmen dadurch regeneriere. Ich bin Bal, ja. Wir stellen uns höflich vor. Mein Name ist Balian, Sir. Kann ich euren Namen erfahren? Ich bin Okrigant. Der Intrigant, oder was? Okrigant, ein Kaufmann hier in Jakulan. Ich besitze eine Weinpresse und eine Olivenpresse hier. Oder eine Weinpresse und Olivenpresse hier. Da haben sie wieder bei der Übersetzung Fehler gemacht. Vor allem, weil sie Weinpresse und Olivenpresse auch noch klein geschrieben haben. Aber hey, ich habe das nicht übersetzt, ne? Und gut, dass es welche gemacht haben. Ich könnte es natürlich auch auf Englisch spielen, aber das soll ich mich jetzt nicht beklagen. Aber mir fällt es nur gerade auf, der. So, ich möchte eine eurer Werkstätten kaufen. Ja, ich kaufe die Weinpresse. 14.000, jawohl. So, Hammer gemacht. Kaufen uns jetzt überall eine Werkstatt. Ich hoffe, dass ich dadurch Einnahmen generiere. Was habe ich denn jetzt inzwischen hier bei andere? 144 kriege ich für die Leinenweberei aus Sargot. Gucken, was die Weinpresse so abwirft. Aber jetzt muss ich halt echt gucken, wie ich an Geld komme. Notfalls muss ich halt mein ganzes Tafelsilber verkaufen. Ich habe ja erst alle ausgestattet. Wisst ihr was? Ich verkaufe alles, was ich da jetzt an irgendwelchen Kram hier habe. Weil es gerade eh. Ich verkaufe das alles mal. Einfach. Damit ich jetzt erstmal Geld habe für eine Weile. Ich werde sowieso auskämpfen, wieder Equipment bekommen. Ich habe ja alle meine Gefährten jetzt erstmal ausgestattet. Und jetzt wäre es einfach schlauer, ein bisschen Geld auszugeben. Erstmal Geld reinzubekommen und dann auszugeben. Behalten wir auch nur einen Bogen, den ich benutzen kann, und einmal ein Pfeilköcher, also mit Pfeilen drin. Weil es jetzt momentan erstmal schlauer wäre. Ich könnte natürlich in die Schmiede mal gehen, ne? Stimmt. Jetzt verkaufen wir erstmal das Zeug und investieren nochmal in irgendeine Werkstatt, in einer anderen Stadt noch. Ich verteile das jetzt auch mal ein bisschen. Ah, fuck, jetzt habe ich das Essen damit. Das brauche ich doch. Ja. Na egal, wir holen uns in irgendeinem Dorf was zu essen. So, ich habe ja noch Tiere mit dabei. So, das hat 18.000 eingebracht.
Und dann kann ich das nochmal in der Werkstatt investieren. Vielleicht in Galent kaufen wir noch eine Werkstatt. Ja, im Spiel braucht man eben Einnahmen. Und manchmal ist es dann besser, man investiert mal ein bisschen. So, Clan. Steht noch nichts, ne? So schnell in der Weinpresse. Wie war dann? Gerbergilde, Fassbinder. Ein Fassbinder. Ja. Ethembold, der Fassbinder. Wer seid ihr? Mein Name ist Balian, Sir. Kann ich euren Namen erfahren? Ich bin Ethembold. Ich bin ein Handwerker, ein arbeitender Mann. Arbeiten. Viele der anderen ehrlichen Männer hier in Galent, die mit ihren Händen arbeiten möchten, dass ich für sie spreche. Ach, der macht nur irgendeine Karawane, ne? Nee, eine Karawane will ich gerade nicht. Die Karawanen haben den Nachteil einfach, die können jederzeit angegriffen werden, da muss man sie neu bilden. War's, glaube ich, so, oder? Kaufe ich lieber hier dieses Gerber-Dingens da. Mein Name ist Balian, so kann ich euren Namen erfahren? Anbart der. Anbart. Gibt's auch Offbart? Haha. Ich bin Anbart, ein Kaufmann hier in Galent. Ich besitze eine Gerberei hier. Gerberei wieder klein geschrieben. Ja, ich kaufe die Gerberei, so. Was machen wir jetzt? Was wollte ich vorhin machen? Stimmt, ich wollte mich ja mal. Gehen wir erstmal hin. Jagen ein paar Plünderbanden. Ich kann euch das ja mal mit der Schmiede auch mal zeigen. Das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Ich muss aber sagen, bei der Schmiede bin ich auch meistens relativ einfach gestrickt. Ich gehe halt hin und ziehe die Regler überall ganz hoch. Das werdet ihr gleich sehen. Vielleicht hat ja jemand da einen guten Tipp, ob ich, der das Spiel schon mal gespielt hat, ob ich da, wie ich da die besten Schwerter hinbekomme. Vielleicht auswürfeln lassen, das geht tatsächlich. Also erstmal kann man, wenn man jetzt hier in die Schmiede geht, Schmiede betreten, dann habe ich hier so, Ausdaueranzeige. Müssen wir kurz warten, bis hier die Infotexte wechseln. So, da sieht man hier unten links so eine Ausdaueranzeige. Die sieht gar nicht der Mauszeiger, ne? Seht ihr gar nicht. Könnt ihr vielleicht mal einfügen. Ist das komplett ausgestellt? Ich glaube, ich kann ich gar nicht direkt einstellen, ne? Machen wir ein andermal. Also unten links sieht man hier, ne, da ist so ein Balken, da steht 100%. Das heißt, ich habe jetzt so viel an Ausdauer und zu schmieden kostet eben Ausdauer. Problem ist jetzt nur, ich brauche erstmal Kohle. Ja, was mit den Kohlen? Ich brauche erstmal Kohle, damit ich überhaupt schmelzen kann. Das heißt, ich muss mir erstmal Kohle kaufen. Oder einfach Hartholz. Hartholz geht auch. Also kaufe ich mir Hartholz. Dann hat man alles mit. 300 hat es gekostet. So. Jetzt kann ich die. Das Hartholz kann ich jetzt erstmal hier beim Verfeinern, kann ich die erstmal in Holzkohle verwandeln. Oh, Schmiedefertigkeit auf 21 erhöht. Jetzt habe ich ein bisschen Kohle. Dann könnte ich jetzt erstmal die Sachen hier einschmelzen. Dadurch bekomme ich wieder Rohstoffe. So, dann kann ich wieder hier verfeinern, weil durch das ja, Ausdauer schon aufgebraucht. Jetzt habe ich hier unten schon mal Roheisen, Schmiedeeisen, Eisen und sogar Stahl habe ich. Da müsste ich theoretisch jetzt eine Nacht da warten. Problem ist nur, da verliere ich in der ganzen Zeit erstmal Geld. Ich muss halt gucken, ne, ob ich mal irgendwann noch mal Einnahmen bekomme, generiere. Damit ich überhaupt leisten kann, so mehrere Nächte in einer Stadt zu verbringen. Da kann man dann immer warten, ne, und dadurch lädt sich dann die Ausdauer wieder auf. Und das ist natürlich erst nur dann gut, wenn man
eher im Plusbereich ist. Solange ich im Minusbereich bin. Na ja, komm, wir lassen das mal mit einem zusätzlichen Trupp. Solange ich jetzt im Minusbereich bin, ist es einfach zu riskant. Weil ich dann die ganze Zeit Geld verliere. Ich kann zwar durch das Schmieden von Waffen wieder Geld reinbekommen, aber ich glaube, ich sollte mir jetzt erstmal wieder ein kleines Polster hier zusammenplündern. Und das geht nur, indem ich jetzt halt erstmal ein paar Plünderer jag und deren Equipment dann wieder verkaufe. Alles, was sie da dabei haben. Und natürlich, wenn ich die gefangen nehme, kann ich sie natürlich auch nochmal verkaufen, aber die bringen nicht so viel ein. So, also Reihebogenschütze, das kostet natürlich auch immer das Ausbilden der Truppen. Und ich mach's trotzdem. So. Tägliche Kosten minus 735. Ja, selbst wenn ich jetzt Gewinne erziele oder zumindest mal Einnahmen bekomme durch die Werkstätten, die ich jetzt habe. Ich habe jetzt drei Werkstätten, aber ich glaube kaum, dass die jetzt so viel Einnahmen generieren, dass ich da über die Runden komme. Ich glaube, das wird ziemlich problematisch. Aber hier sind auch keine Plünderer mehr. Bei meinem anderen Speicherstand doch, jetzt sind hier welche endlich. Die letzten Male waren da nie welche. Aha. Die greifen gerade eh Dorfbewohner an. Entsende deine Truppen. Oh, das hat ja ganz schön Verluste gegeben, oder? Nee. Bei mir war es nur einer. Aha. Erhöht sich meine Beziehung überall. Das war aber jetzt gut für das Equipment, das ich kriege. Die Sache ist halt auch, ich kann zwar jetzt Equipment verkaufen, aber wenn ich natürlich, wenn ich die Waffen halt nicht verkaufe, kann ich die halt einschmelzen. So. Da muss man eben schon genau drauf achten, wie man da vorgeht. Schauen wir mal da drüben noch, ob da noch irgendwie, da sind nochmal 5 Seeräuber. Seeräuber sind ganz gut, weil die besseres Equipment haben. Wertvollere Gegenstände. Ah, jetzt haben sie da eine Verstecke errichtet. Ich könnte natürlich auch noch ein paar Quests mal annehmen. Ja, vielleicht für Unterhaltungswert besser. Problem ist aber auch bei den Quests halt, ich da halt irgendwie durch die ganze Karte reiten muss die ganze Zeit, verliere ich halt wieder an Geld. Ich habe einfach nicht so ein finanzielles Polster, dass ich das gerade riskieren würde. Wäre mir dann lieber, dass ich... Es wäre mir lieber, dass ich, wenn ich... Also ich glaube erstmal einfach die Plündertruppen jag und dadurch Geld reinbekomme. Muss auf jeden Fall irgendwie es hinkriegen, dass ich mal ins Plus komme. So, wir verkaufen alles, was wir so haben. Außer die Waffen vielleicht, die können wir mal behalten. Oh fuck, das wollte ich nicht. Scheiße. Die Rohstoffe brauchen wir noch. Eisen und Stahl. So. Wir kaufen alles, auch die Schilde. Den Bogen, ja, die Bögen, ja, wir machen was mit den Bögen. Ich mach die mal weg. Den behalte ich mal, sobald ich meine Bogenschießfähigkeiten verbessert habe. So, jetzt haben wir 3000 reinbekommen. Wie sieht's so aus mit denen? So, Galentgerberei bringt schon mal 23. Ist ein bisschen hochgegangen, aber. Das reicht halt noch lange nicht. Bleibt, glaube ich, echt nichts anderes übrig, als erstmal Plündertruppen zu jagen.
Jetzt haben wir wenigstens wieder 18,8k. Es geht gleich wieder ein bisschen runter. Ich könnte natürlich meine Söldner noch entlassen. Ne? Das werde ich auch zur Not tun müssen. Jetzt, wenn Friedenszeit ist, habe ich einfach keine Möglichkeit, irgendwo zu kämpfen, großartig. Man kann doch hier mal sehen, ne, wie so die Verhältnisse sind. Die werden später extrem zunehmen. Ne? Also man hat jetzt hier Flandia mit 7283 Soldaten. Das nördliche Kaiserreich hat ein bisschen mehr, 7909. Muss aber nichts prinzipiell heißen. Das kann trotzdem sein, dass wir vielleicht bessere Truppen haben. Ist nicht ausgeschlossen. Aber die haben zum Beispiel 9 Burgen. Wir haben 9 Burgen, die haben 11, ne? Bei Städten sieht es anders aus. Wir haben 8 Städte, die dafür nur 6. Jo. Im Vergleich zur Kuhzeit. Kuhzeit ist auch ein toller Name, ne? Die Kuhzeit. Ja, die Kuhzeit sind halt so eine Art mongolisches Volk oder so, kann man sagen, ein Steppenvolk halt, ne? Im Vergleich zu denen haben wir schon relativ mehr Soldaten. Im Vergleich zum westlichen Kaiserreich haben wir auch mehr. Batania haben wir auch deutlich mehr. Südliches Kaiserreich auch mehr. Aserei auch mehr. Eigentlich nur das nördliche Kaiserreich, das mehr Truppen als wir hat. Ist eigentlich schon mal ganz gut. Das heißt, wir sind eigentlich die zweitstärksten. Ich werde jetzt auch mal gucken, ob sich da was verändert hat, so mit der Zeit, Ande. Wie so die Städte zugeordnet sind, ob da schon manche erobert wurden. Das hier zum Beispiel, ich glaube, müssen wir mal genau gucken. Von der Architektur her, ich glaube, das war mal eine Kulturkuhzeit, steht ja dran. Die ist zum Beispiel vom südlichen Kaiserreich erobert worden. Weil das, die haben eine andere Kultur, die haben eigentlich die Kuhzeitkultur, also ist die Stadt Odok heißt sie. Odok ist erobert worden von dem südlichen Kaiserreich. Ja. Die Aserei bildet eben den Süden hier ab. Haben die. Die haben aber nicht so erobert, nee. Da wird eine Burg belagert. Ich glaube, das südliche Kaiserreich expandiert. Da wird auch eine Burg belagert. Da wird eine belagert. Oh, bisschen was los auf der Karte hier. So. Ah, Plünderer 44 Stück, das ist sehr gut. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir jetzt Verluste erleiden, werden wir die Truppen nicht aufstocken, sondern wir werden die dann einfach erstmal so lassen, wie sie sind. Also auch wenn der Trupp dann irgendwie erheblich kleiner wird, weil das wäre jetzt momentan einfach Schwachsinn, da die Truppen unglaublich, die Armee irgendwie groß zu halten, weil die kostet momentan mehr, als dass sie uns nutzt. So. Ich rede ja immer im, ja für die Gruppe, ne? Aber es geht natürlich, dass sie für mich zu teuer ist. In der zweiten Person wollte ich sagen. Okay. Gefangene übergeben. Equipment verkaufen, was wir haben. Jetzt haben wir 16.000
wie das wegschrumpft hier, das Geld, das ist schon Wahnsinn. Und viel einbringt tut es auch nicht, 828. Immer mal wieder gucken, wie es aussieht mit der Entwicklung der Einnahmen. Jaculan, die Weinpresse bringt immer noch nichts ein. Na super, haben sie alle keinen Bock auf Wein. Wir haben doch keine Kultur. Komm, könnt gehen, das bringt eh nichts. Wenn der da schon mithilft. Gehen wir mal ins Gebiet der Batania. Da sind eigentlich meistens auch irgendwelche Plündertrupps unterwegs. Müssten eigentlich. Ne, da sind ja kaum welche. Ja, da super, das ist ja scheiße. Da sind mal welche. Aber wenn ich so danach suchen muss, oh, da war ein Ansprechpartner da. Warte, den muss ich unbedingt befragen. Das geht nicht anders, den muss ich befragen. Oh, der ist so schnell. Wie kann einer ohne Pferde viel schneller sein als ich mit meinen Reitern? Kann ich dem über die halbe Karte folgen? Ist er da drin? Warten, bis er rauskommt. Wir sind ja nicht im Krieg mit denen, also an. Da ist er. Ah, oh, so. Den muss ich nämlich befragen wegen der eigenen Quest hier. Mein Name ist Balian, Sir. Kann ich eure Namen erfahren? Ich bin Melidia von der Fen Uvain, der alten Linien der Batania. Ich bin Lord von Karbanset. Ja. Ich kenne eure Namen nicht, aber das macht nichts. Manche sagen, es sei eine größere Ehre, eine große Abstammungslinie zu gründen, als mit einer solchen geboren zu werden. Könnt ihr mir etwas über die Schlacht von Pendreak berichten? Nun, der große Sieg von König Kaladok. Wer würde es wagen, etwas zu sagen, um seinen Glanz zu trüben? König Eril verschwand auf der Jagd, daraufhin wurde Kaladok König. Er führt die Stämme in den Krieg. Oh, wir waren eifrig genug, obwohl Eril mit dem Kaiser einen durch Eide besiegelten Waffenstillstand beschlossen hatte. Wir waren von der Aussicht auf Rache geblendet. Wer kümmert sich da noch um unser heiliges Wort, unsere Ehre? Der Hinterhalt. Meisterhaft geplant und ausgeführt. Das kann niemand bestreiten. Aber ich will auch nicht leugnen, dass die Sturgier gegen den Hauptteil der kaiserlichen Streitkräfte kämpfen und die Vlandier gegen dessen berühmte Kavallerie, sodass ich nicht glaube, dass den Söhnen von Batania der größte Ruhm zuteil wurde. Was haben wir am Ende des Tages gewonnen? Die Sturgier hassen uns mehr denn je, die Vlandier auch. Das Kaiserreich, nehme ich an, ist zerschlagen. Was soll ich sagen? Ich glaube, dass Kriege ein Ziel haben sollten. Ich bin eine Minderheit unter unserem Volk, wie es scheint. Oh, danke schön. Neretzes Torheit untersuchen auf, ja, jetzt haben wir, glaube ich, 8 von 10 hier. Ich muss nur mit 2 Adligen reden, habe ich diese Quest auch endlich mal fertig. So, es hat mich natürlich Geld gekostet, dem hinterher zu jagen, damit ich ihn befragen konnte. Und ich muss auch schon wieder Essen kaufen hier. Ah. So, Plündertruppen wenigstens jagen können. Billige Plünderer, echt. Ich glaube, ich werde mich jetzt langsam von ein paar Truppenteilen trennen. Und einfach mit einer kleineren Truppe unterwegs sein. Bevor ich sie ins Minus abrutschen, die dann von selber gehen. Ja, ich glaube, das werde ich machen. Ich werde einfach alle flandrischen Truppen behalten und die anderen abgeben. Machen wir jetzt auch so. Bin ich eh schnell auf der Karte, kann den Plünderern besser hinterher. Ne, die Gefangene behalten wir. Ach komm. So.
Tut zwar ein bisschen weh, aber aktuell bringt mir das halt nichts, so viele Soldaten zu haben. Wir müssen einfach die Kosten senken. Wir bekommen durch Krieg gerade nichts eingenommen. Also durch einen nicht vorhandenen Krieg. Wäre es eigentlich fast gut. Ich habe nur ein paar Elite-Truppen. Und ich schön bequem über die Karte gehen kann. So, was hätte ich jetzt zu einer minus 535? Ich habe jetzt hier 8 Ritter, 10, 13, 15, 18, 21. Na, ich belasse es jetzt trotzdem mal so, dann sind die Ausgaben nicht ganz so krass. Aber ich muss ja die Kosten irgendwie senken. So. Der Vorteil ist jetzt, indem ich vorher sortiere, weiß ich eben ganz genau, welche Truppen ich dann behalten kann, welche nicht. Ich habe jetzt eigentlich fast noch zu viel Truppen behalten, aber ich brachte es nicht übers Herz, die anderen noch abzugeben. Die waren so gut. Ich kann ja immer noch hoffen, dass irgendwas mal, dass eine Werkstatt hier mal Gewinn macht hier. Ja, die Weinpresse macht immer noch keinen Gewinn. Also wenn die nicht bald Gewinn macht, muss ich irgendwie die Produktionsart ändern. Ah. Ich brauche noch eine Werkstatt, aber das kann ich mir fast nicht mehr leisten. So, das sind weitere Plünderer. Und die alle fertig machen. Wenn ich jetzt schon richtig gute Schwerter schmieden könnte, es gibt Schwerter, die bringen 20.000 Gold ein, ne? Also das muss man auch mal so sagen. Gibt halt echt Schwerter aus gutem Stahl, die bringen richtig Kohle rein. Aber da brauche ich jetzt noch eine Weile, bis ich da hinkomme. Dafür brauche ich Zeit. Und die Zeit habe ich da nicht. Also muss man schon ein bisschen überlegen, wie man da vorgeht. Momentan denke ich, sollte ich mir erstmal wieder ein kleines finanzielles Polster schaffen. Weil durch die Werkstattkäufe habe ich natürlich jetzt erstmal, ja, meine Reserven etwas geleert. So, wir haben wieder ein paar Plünderer erledigt. Die Waffen behalte ich halt momentan. Das ist mich ganz gut, wenn ich da mal ein paar harte, damit ich für die Schmiede genug zum Schmelzen habe. Und da ist wieder einer. Bormai Ergeon, ja? Okay. Ja. Ja, glaube nicht, dass ich euch kenne. Friede sei mit euch, Fremder. Mein Name ist Balian, Sir. Kann ich euren Namen erfahren? Ich bin Ergeon von den Fen Dengil, einer alten Linie der Batania. Ich bin Lord von Dunglanis. Also wir sprechen das, wie gesagt, nicht Englisch aus, ne, sondern einfach, wie es da steht. Morma Ergeon, ich habe von euch gehört. Endlich treffen wir uns. Ihr scheint ein guter Mann zu sein, den man kennen sollte. Lasst uns von Zeit zu Zeit gemeinsam plaudern. Könnt ihr mir etwas über die Schlacht von Pendriak berichten? Ah, für jeden Sohn von Batania wird es keinen stolzeren Moment in seinem Leben geben als diesen Tag. Jedenfalls für jeden echten Sohn von Batania. Sehen Sie, kurz vor der Schlacht verschwindet unser Hochkönig Eril und sein Adoptivsohn Kaladok wird König. Das bringt die Zungen zum Wackeln, versteht ihr? Aber lasst mich euch sagen, der alte Eril konnte niemals in seinem Leben einen solchen Sieg erringen wie Kaladok an diesem Tag. Wir warten auf sie wie Wölfe im Wald, als ihre Vorhut die kurvenreiche Straße hinaufkam. Sie kamen ohne Bogenschützen und sie
um sie zu beschützen. Caladoc blies ihnen sein Horn und unsere Bogenschützen feuerten von allen Seiten auf sie. Sie drehten ihre Schilde in eine Richtung und wurden von der anderen Seite getroffen. Es war herrlich, dieses zu beobachten. Als sie alle Braven verwirrt waren, wie verängstigte Schafe, die hin und her rannten, stürzten sich die anderen Krieger mit ihren Falken und Schwertern auf sie. Ich spaltete diesen Weg und diesen. Ich nahm 12 Köpfe und mein Kopf war bei weitem nicht der größte Fang. Ach, sein eigener Kopf auch, oder wie? Na. Ah, die Enkelkinder sind es leid, dass ich diese Geschichte erzähle. Dankeschön. So, es fehlt nur noch ein einziger, den ich befragen muss. Habe ich da eigentlich nochmal irgendeine Info drüber? Wenn ich noch befragen muss? Wahrscheinlich nicht. Ich habe aber immer noch, in dem Spiel habe ich noch 4 Jahre, glaube ich, Zeit, diese Quest abzuschließen. So. Tägliche Kosten 5 minus. Also Kosten habe ich reichlich. Wir nehmen keine Reichsbauern auf, wir brauchen das Geld. Nicht noch unnötigen Sold. Reiten wir mal Richtung Lageta, da sind glaube ich auch immer Plündertruppen unterwegs. Ja, hier sind 10. Die haben sich gleich ergeben. Die wollten nicht mal kämpfen. Einige Tiere zum Verzehr geschlachtet. Ich glaube, ich sollte wirklich noch mehr Truppen entlassen. Die sorgen einfach für Minusstände am Ende. Ich habe nur noch 14,4. Das Geld geht zur Neige. Ich glaube, die gehen bald von alleine, wenn ich die nicht bezahlen kann. Wenn meine Weinpresse mal Gewinn machen würde hier. Immer noch nicht. Noch null Gewinn, die Weinpresse. Aber die Produktionsart zu ändern, kostet halt auch schon wieder. Kostet, glaube ich, 2000 Gold, soweit ich weiß. Ja. Also. Und ich verkaufe erstmal alles, was ich so habe an Ware. Auch die Waffen. Und baue mir dadurch ein besseres Polster auf. Könnte ich natürlich auch machen. So, was, das mache ich jetzt auch. Ich verkaufe halt die Waffen auch. Damit ich mal trotzdem mehr Geld habe. Vielleicht kann ich ja dann doch nochmal eine Werkstatt kaufen. Und das mit der Schmiede verschiebt man mal noch ein bisschen. Ja, dann verschieben wir das mit dem Waffenschmieden erstmal. Wir verkaufen einfach alles, was wir durchs Plündern bekommen. Weil die Waffen bringen einfach viel Geld ein. Dann wäre es vielleicht besser, wir gucken, dass wir so viel Geld zusammensparen, dass wir uns noch eine vierte Werkstatt kaufen können. Die dann wiederum dafür sorgt, dass wir vielleicht noch weniger Kosten haben pro Tag. Da muss ich mal Nahrung kaufen. Und so hungere ich. Wie lange hält es jetzt? 12 Tage. Ja.
Gut, dann denke ich, das muss auch für heute schon wieder packen. Jetzt haben wir ja schon 2 Stunden. Wir müssen ja nicht immer so ewig lang machen. Ich habe ja neulich mal einen 3-Stunden-Stream gehabt, letzten Donnerstag, vor einer Woche. Aber heute mache ich das jetzt auch nicht so lang. Also ganz viel Abwechslung kann ich euch jetzt auch gerade nicht bieten. Das kommt dann wieder. Ich will mich jetzt erstmal dahin bringen, dass ich Einnahmen generiere. Das wäre ganz wichtig, dass ich jeden Tag Geld dazu bekomme. Und eben nicht hier im Minus die ganze Zeit bin. Ich kann euch ja mal sagen, was das hier für Städte, also was das hier für, wie so die Kalkulation aussieht. Also momentan aktuelles Gold, ne, 14.663, aber Werkstatteinnahmen plus 276, Tribut von Aserei plus 26, Tribut vom westlichen Kaiserreich plus 80, Tribut von Batania plus 52. So, das ergibt, wenn ich es jetzt mal so überschlag, vielleicht Einnahmen von 400 oder so. Ja, knapp 400 oder so. Sold der Haupttruppe minus 860. Das heißt, ne, wenn man dann 400 durch 800 rechnet, oder sagen wir mal 350 bis, ja, minus 860, dann sind wir bei etwas mehr als 500 Verlust pro Tag. Das ist so die Kalkulation. Und das heißt, entweder klar, ich kann natürlich meine Ausgaben auch reduzieren. Ausgaben reduzieren würde bedeuten, ich würde meinen Trupp verkleinern. Und bevor ich jetzt komplett pleite gehe, werde ich das auch notfalls machen, dass ich dann einfach, ja, meine guten Soldaten eben abgebe. Weil meine ganzen guten flatterischen Scharfschützen, die ich da habe. Ihr könnt die nicht so gut sehen, ne? Das ist jetzt der Chat ein bisschen im Weg. Ich kann den mal kurz ausblenden. So, ne? Und da sind eben meine flanderischen Scharfschützen. Von denen habe ich halt 36 Stück. Die sind halt unglaublich stark. Also, die sind schon ganz gute Truppen. Aber notfalls werde ich mich wahrscheinlich von den ganzen Fußsoldaten hier trennen. Die sind alle fertig, hochentwickelt. Und werde dann einfach nur noch die Reiter behandeln, weil ich mit denen natürlich sehr schnell auf der Karte bin und jedem Plündertrupp halt sofort hinten hinterherkommen. Ich werde aber natürlich noch öfters die Gelegenheit haben, wieder solche Truppen also wieder auf solchen Elite-Truppenanzahl zu kommen. Ne? Das werde ich schon wieder hinkriegen. Jetzt versuche ich es erstmal noch. Am Montag werde ich es nochmal anders versuchen. Dass ich. Ich werde jetzt Plündertruppen jagen. Alles verkaufen, auch die Waffen, die die mit dabei haben. Gucken, dass ich dann vielleicht über 30.000, 40.000 komme. Dann wieder eine Werkstatt kaufen, um dadurch Tageskosten zu senken. Und dann halt mal schauen, ob vielleicht die Weinpresse dann auch mal ein bisschen was noch abwirft. Sodass ich vielleicht wenigstens mal auf Null komme oder so. Ich glaube es aber nicht, dass es funktionieren wird. Plan B wird dann sein, dass ich natürlich alle Infanterietruppen und die Bogenschützen, die nehme ich jetzt mal da raus, also aus der Infanteriezählung halt, die zähle ich mal extra. Ich werde halt alle Fußtruppen irgendwie, ja, abgeben müssen. Vielleicht kann ich es ja auch in irgendeine Garnison noch reinstecken, vielleicht von einer Stadt oder so. Damit sie wenigstens noch einen Sinn haben. Falls das mir noch ginge. Oder ich kann sie vielleicht einem, weiß gar nicht, einem Adligen kann ich sie nicht geben. Doch ich könnte sie eigentlich verkaufen. Weiß nicht, vielleicht kann ich die jemanden noch verkaufen. Kann man Truppen an jemanden einfach kaufen? Habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ich könnte ja meine Truppen an jemand anderen verkaufen. Naja, gut. Das werden wir nächstes Mal rausfinden, ne? So. Dann danke ich allen, die hier mit dabei waren. Ja, an der Stelle, kleines Sorry mal. Nur ein kleines, weil ihr müsst das ja nicht ansehen. Aber trotzdem kleines Sorry, dass zwischenzeitlich ein bisschen Fahrt ist. Ich habe, ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen es unterhaltsam machen, ein bisschen was erzählen. Ich habe wieder ein bisschen auch gemeckert. Ja. Ich gelobe Besserung. Aber ja, ihr wisst, wie es ja bei mir so läuft, wenn ihr schon länger zuschaut. Wer neu ist, bleibt weiter mit dabei und denkt dran, wann ich streame. Das kann ich nochmal hier kurz einblenden lassen. Hier.
Das sind meine Streaming-Zeiten. Und dann, die stehen auch in der Info drin, die stehen im Zeitplan drin, dann wisst ihr, wann ich streame. Morgen gibt's, also freitags gibt's eine Talkrunde, 18:45 Uhr. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Deswegen, haut rein und gute Nacht. Ciao.